4 Personen in Berlin losgefahren, 4 Nächte draußen, 5 Tage gefahren, jetzt schon den 2. hier in Cuxhaven. Und genau um den geht's erstmal. Aber natürlich auch um den ganzen Rest unseres Aufenthalts hier oben im schönen Norden. Viel Spaß! Bei Traumwetter, so viele Solexisten auf den schönsten Straßen Norddeutschlands. Top! Nach unserem morgendlichen Sammeln in der Garagenfurt war zunächst ein Strandbesuch ganz in der Nähe angesagt. Peers Mutter Gisela, unsere Gastgeberin, blieb wieder zurück und verteidigte all das, was wir dagelassen hatten. Warum blicken immer alle und immer wieder wie paralysiert aufs Meer? Auf diese Frage, die ich mir stets an der See stelle, habe ich auch hier keine Antwort finden können. Ahnen wir vielleicht, dass wir einst von da ans Land geklettert kamen? Wer weiß? Weg damit! Hier ging es ja um was ganz anderes. Über den Naturhafen Spiekeroog-Neufeld, Peer wird gleich noch was zu dem erzählen, ging es danach weiter zum gleichnamigen Badestrand. Aber hier erstmal wieder ein äußerst aromatischer Fischkutter am anderen. Ich hab's euch im ersten Teil ja schon prophezeit. Na, wenn das kein Lokalkolorit ist. Aber warum halten wir allesamt gerade hier? Das ist mein absolut erklärter Lieblingsort. Das mit dem Horizont hier irgendwie eine klare Angelegenheit. Es ist unglaublich schön. Spiekeroog-Neufeld. So schwärmt einer, der die Umgebung seiner Herkunft abgrundtief zu lieben scheint. Ein Naturhafen, einer der letzten Naturhäfen, weil die sonst immer ausgebaut werden und betoniert. Nein, wenn hier Ebbe ist, dann liegen die Schiffe da auf dem... Das ist am Priel ist das ja, das ist ja so eine Art Flüsschen, wo das Wasser kommt und geht. Und so fahren sie mit der Ebbe raus und mit der Flut wieder und wie auch immer. Neuerdings habt ihr auch Nixen hier, ne, habe ich gesehen. Ja, echte Nixen dort. Werden die gerade weggetragen, das ist sehr gut. An unserem nächsten Halt fielen wir eher als schwach bis untermotorisiert auf und rissen den einen oder anderen dazu hin, unsere Truppe wie so oft fotografisch festzuhalten und mitzunehmen. Zurechtzupfen für den ultimativen Shot. Da. Dieses Bikertreffen am Kutterhafen Dohrmneufeld scheint hier etwas Obligatorisches zu sein. Doch ich hatte nichts dagegen aufzubrechen, um weiter das norddeutsche Flachland zu becruisen. Ich rief mal rein und Peers Daumen hoch signalisierte: Nix wie weg. Vielleicht finden wir ja jetzt den Übergang von der Geest ins Marschland. Doch plötzlich... Wir müssen das genau einteilen. Wir brauchen noch... Wer braucht noch? Niemand. Keiner hatte so viel Durst wie Peer. Und jetzt ist es an der Zeit, euch den Spaß des Filmemachers an dieser Tour am Deich entlang nicht vorzuenthalten. Eine nahezu infantile Lebensfreude, fast stellvertretend für all die anderen Solex-Verrückten hier. Lust am Leben, eine Art Prämie der Slot-Machine seines Lebens. Nicht jede Aktion war so gefährlich wie die folgende. Treckergespann überholen mit 2 Anhängern auf dem unbefestigten Seitenstreifen und erst einhändig wegen der Kamera. Nun aber ganz schnell Adrenalin wieder runter und zurück zum Genießen der Langsamkeit. Doch dafür hatten wir eigentlich keine Zeit. Der Grund: Wir hatten pünktlich ein Ziel zu erreichen. Wir surrten demnach mit Maximalgeschwindigkeit eilig weiter. Vielleicht
erwartete uns sogar der Höhepunkt unseres Abenteuers hier im Cuxhavener Land. Aber ich will nicht zu viel verraten, war noch ein gutes Stück hin. Lehnt euch nun einfach wieder mal ein wenig zurück und erlebt eine kleine Passage unserer Tour durch diese wunderschöne grüne Heidelandschaft. Seid mit dabei, wie es seinerzeit für uns alle war. Himmel bremste uns Peer ein weiteres Mal ab und hielt uns an, Stille zu erzeugen. Was er uns damit näher bringen wollte, erschließt sich mir allerdings bis heute nicht. Wieder in Cuxhaven zurück, näherten wir uns ganz allmählich unserer festen Verabredung. Vorzeichen für das, was kommen sollte. Ja, es wird um Schiffchenfahren gehen. Grob erzählt, wir schipperten dem fetten Containerdampfer hinterher. Der war übrigens wesentlich schneller, als ich je gedacht hatte. An der Anlegestelle angekommen, galt es freilich, wie überall anders auch, gewisse Zusammenschlüsse zu erzeugen. Sag mal, beachte mal diese Grüppchen, die es hier gibt, diese Grüppchenbildung. Das Grüppchen, das heute mitgekommen war, erklomm als mehr oder weniger homogene Gruppe und mit entdeckungsfreudigen Schritten den touristisch bewirtschafteten Ausflugskutter, als gäbe es kein Land mehr. Ein bisschen. Aufs Meer fahren wir jetzt. Seehundbänke und Hafenrundfahrt, die große Hafenrundfahrt. Allmählich entfernten wir uns von Cuxhaven, immer den Höhepunkt der Dampferfahrt im Sinn. Erwartungsvolle Mienen aller Orten. Der Weg ist das Ziel, auch wenn es die unablässig angepriesenen Sandbänke sind. Was ist das? Komisch, mir ist, als würden die Uhren rückwärts ticken. Oder täusche ich mich? Endlich, laut Navi sollten wir eigentlich jetzt da sein. Wie? Das soll das Ziel sein? Seehunde oder Bänke, wo? Waren wir etwa zu früh oder gar zu spät? Flut, besser gesagt Ebbe, nicht im richtigen Timing? Oder waren die Uhren eben wirklich mal kurz rückwärts gelaufen? Na, dann denken wir uns eben ein paar Seehündchen. Unser Hündchen Amlu fand es jedenfalls todlangweilig, war eh daran zu zweifeln, dass es Hunde auf See überhaupt gibt. Dann ging es eben wieder unverrichteter Dinge nach Hause. Betretenes Schweigen und eben solche Stimmungen auf der Rückfahrt. Dem Kapitän schien es jedenfalls nicht unbekannt zu sein, dass all das werbewirksam Angekündigte nicht jedes Mal zu besichtigen ist, warum auch immer, wie im ganz normalen Leben eben. Mögen ihm seine Eigeninitiativen unabhängig jedweder Fehlschläge so oft wie irgend geht gelingen, der guten Geschäfte wegen, versteht sich.
Das Highlight des Tages war dieser Schiffsausflug aber irgendwie doch. Denn wann ist man schon mal hier in Cuxhaven, an der riesigen Elbmündung, dem brackwässrigen Übergang in die Nordsee? Wieder auf zwei Rädern zeigte sich die Altstadt Cuxhavens von ihrer eher rauen Seite, zumindest was den Zustand ihrer kopfsteingepflasterten Wege angeht. Genau der nötigte offenbar Sepp Meduli dazu, seinen Schutzhelm aufzutun. Und das soll was heißen. Der Ritt ging vorbei an dieser Kirche, auf die Peer aus irgendwelchen Gründen nicht eingegangen war. Stattdessen Schloss Ritzebüttel. Schloss Ritzebüttel. Ritzebüttel, Stadtschloss, oder? Ja, jetzt Standesamt. Ist wegen der Piraten gebaut worden, irgendwann früher. Mit Störtebäcker und finden wir dann noch über halt so Landräubereien. Dann war das hier so die. Das spätmittelalterliche Schloss, die historische Keimzelle und bis heute kultureller Kern der Stadt Cuxhaven. Man könnte an dieser Stelle fast meinen, wir befänden uns in sowas Ähnlichem wie in dem Kern einer Fahrradstadt. Münster in Nordrhein-Westfalen lässt grüßen. Doch Cuxhaven war heute Velosolex-Stadt, auch wenn sich Gertjes Tal einmal mehr hat bemuttern lassen wollen. So sind die alten Dinger halt manchmal. Ein paar Schritte weiter ist an diesem Motiv, dem vollständig hölzernen, unter Denkmalschutz stehenden Segelschiff Hermine, unschwer zu erkennen, dass die Kreisstadt Cuxhaven mit Vorliebe maritime Schwerpunkte setzt. Wer könnte es ihr verdenken? Einen Schwerpunkt unserer Zeitreise durch Peers früheres Leben setzte er, indem er erzählte, was er trieb, als es einst recht kalt und weiß war an dem enormen Gefälle des hiesigen Uferdamms. Ein kurzer Schwenk auf den Deich dort, das war nämlich unser Schlittenberg. Hier haben wir als Kinder immer gerodelt. Das war mit Auslauf möglich. Das war eine der wenigen Stellen und die höchste Erhebung hier. So hatten auch unorthodoxe Flachland-Tiroler ihren an Alpinern orientierten Spaß. Nach all den vergangenen intensiven Tagen ging es schließlich nur noch ums leibliche Wohl. Dass es Reggie wieder mal nicht mehr aushalten konnte, bemerkte auch Frank. Kannst du schmalen? Ja, hier. Hier. Halten Mund und Schluck. Von dieser Fahrt bin ich verwundert. Es ist so eine nette Atmosphäre, dass man direkt Appetit bekommt. In genau diesem Sinne ging der Abend dann auch zu Ende und wir alle verfielen in einen tiefen, kummerartigen Schlaf. Tags drauf verließen uns bereits ein paar unserer Buddies, so zum Beispiel Richie. Auf Wiedersehen. Es war so schön. Man wird sich in Berlin wiedersehen. Es verabschiedeten sich von uns Lehel, der seinen Camping-Oldtimer zum Übernachten nutzte, und auch Arno. Ciao Arno, mach's gut, gute Reise. Ich denke, wir hatten alle eine unvergessene Zeit hier oben. Der eine mehr, der andere weniger. Der Rest der Truppe blieb einen Tag länger. Es gingen aber auch Birgit und Norbert, unser Experte fürs besonders Schnelle. Jetzt schon nach Hause, ihr zwei? Wir fahren noch in die Heimat. Dass Norbert allerdings in wenigen Monaten ganz von uns gehen sollte, das hat uns alle überrascht und schwer getroffen. Am 12. April 2021 hat unser Nordbär, wie wir ihn liebevoll nannten, leider für immer seine Augen geschlossen. Bye bye, mein Guter. Jedes einzelne Stückchen Speed, das du uns spendiert hast, wird in unseren Maschinchen weiterleben und Zeugnis über deine äußerst effektiven Frisuren ablegen. Am letzten Tag hieß es dann auch für den Rest, alle 7 Sachen zu packen. Martin kümmerte sich, wie eigentlich immer, um das Festzurren aller Solex-Schätzchen, die er auf seinem Anhänger sicher nach Hause brachte. Diese kleine Harmonika stammt von 1949 und sie pfeift auf dem letzten Loch. Für einen Abschied jedoch gut genug. Mamske. Martin und auch Meduli mussten sich mächtig ins Zeug legen, denn der Anhänger war nicht wirklich leicht mit unseren vielen eisernen französischen Weggefährten. Martins Routine in diesen Dingen ist unübersehbar, tut er es schließlich seit vielen Jahren. Und geht's jetzt nach Berlin direkt oder? Nein. Nein.
Suling. Einen kleinen Ausflug hierhin und dahin. Ah, er hatte Sommerreisezeit mit der kleinen Super Solex. Habt ihr schon die Super Solex gesehen? Von hinten haben wir es auch nochmal schön designtechnisch. Ciao. Fahr vorsichtig, Meduli. Das hat meine Mutter früher auch immer gesagt. Naja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und dann ging's Schlag auf Schlag. Pierre blieb noch ein paar Tage bei Mamske. Wir, das heißt Martin, Zenas und ich, zischten geschlossen ab. Unsere Route über die Autobahn war 485 Kilometer lang und sollte die Beteiligten im Gegensatz zu unserer Solix-Tour hier hoch nur 4 3/4 Stunden lang zusammenhalten. Ein angenehmes Schweigen begleitete uns auf der Fahrt. Sicher ließ sich ein jeder von uns die vergangenen Tage nochmals auf der Zunge zergehen, wie eigentlich immer nach unseren essentiellen Welteroberungen. Mein Resümee: Hauptsächlich habe ich diesen Ausflug nach und alle anderen unserer gemeinsamen Ausfahrten in, um und um Cuxhaven herum dazu genutzt, unseren Maschinchen da im flachen Land einen unbeschwerten Auslauf zu ermöglichen. Einige rannten flinker, andere weniger. Den Übergang von der Geest ins Marschland, da bin ich mir fast sicher, suchte ich noch heute, wäre ich geblieben im wunderschönen Mündungsgebiet der Elbe. Ja, aussteigen auf der Autobahn ist strengstens nicht erlaubt, ich weiß. Will nur zu erkennen geben, wo wir stillstanden, damals in the middle of nowhere. Zernas indes ging einmal mehr seiner Leidenschaft nach. Vielleicht diesmal ein wenig im Voraus. Das weiß wiedermals nur er ganz allein. Natürlich löste sich der Stau auch irgendwann mal auf. Und schon schossen wir förmlich gen Berlin. Unser Ausgangspunkt, Lüneburger Straße, der Sitz des Solix Club Berlin 2000, hatte uns und unser geliebtes antikes Altmetall wieder. Alles in allem möchte ich dieses Abenteuer keinesfalls versäumt haben, denn alle Mädels, die Jungs und auch unser Maskottchen Amlo sind mir mittlerweile mächtig ans Herz gewachsen. Ein flammendes Gegengewicht zu meinem ganz normalen Leben. Ich hoffe, ich habe euch irgendwie angezündet. Wir sehen uns wieder, euer Werner.